Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. In meinem heutigen Video gibt es ein leckeres Dessert, was auch jetzt gerade gut zur Sommerzeit passt. Nämlich ein Rhabarber-Erdbeer-Dessert. Ich habe hier einen Rhabarber-Kompott, eine Minzcreme, die sehr leicht schmeckt und das Ganze getoppt mit Haferkeksen. So eine Art Tiramisu soll das sein und ich werde zuerst einmal mit dem Rhabarber und den Erdbeeren ein leckeres Kompott herstellen. Ich verwende dafür 500 Gramm geschälten Rhabarber, einen Esslöffel Zucker, etwas Vanilleextrakt, Zitronensaft und 200 Gramm Erdbeeren. Wie ihr seht, habe ich hier beim Rhabarberkompott fast gar keinen Zucker. Der soll nämlich auch richtig schön säuerlich sein. Und die Creme und die Kekse sind ja dann so der süße Part und dann passt später alles gut zusammen. Den Rhabarber schäle ich jetzt. Einfach hier oben die Haut mit den Fäden abziehen und dann klein schneiden. Und ich zähle dann auch das geschälte Gewicht. Das heißt, davon wiege ich mir dann 500 Gramm ab. Den Rhabarber schneide ich jetzt in kleine Stücke, ungefähr 1 cm groß. Dann könnt ihr die Stücke direkt in den Topf geben. Dann gebe ich hier jetzt den Zucker dazu. Wie gesagt, ganz wenig, damit es schön säuerlich bleibt. Dann Vanilleextrakt und ein klein wenig Zitronensaft. Und dann lasse ich den Rhabarber jetzt bei mittelhoher Hitze etwa 10 Minuten einkochen im Topf und werde die Erdbeeren noch fein stückeln. Aber die werde ich jetzt nicht mitkochen, den Rhabarber möchte ich schon weich, aber die Erdbeeren, die dürfen schön knackig bleiben. Zehn Minuten später sieht das Rhabarberkompott so aus. Ich habe jetzt auch extra keinen Deckel drauf, damit das Wasser schön verdampfen kann. Ich gebe jetzt hier noch die Erdbeeren dazu. Die lasse ich jetzt hier kurz eine Minute mitkochen und zerstampfe sie so ein bisschen. Und dann fülle ich das Kompott hier rein, damit es schnell abkühlt. In der Zwischenzeit kann ich mich schon mal um die Creme kümmern. Und da mache ich jetzt auch eine leckere Creme dazu. Ich habe jetzt hier praktisch den Geschmack aus Rhabarber, Erdbeere und Vanille. Und ich denke, dazu passt am besten eine Minzsahne. Ich zerstampfe es eigentlich auch nur ganz grob, bis die Erdbeeren ihre schöne Farbe abgeben. Denn ich möchte kein grünes Kompott, sondern eher ein rosanes. Und es reicht jetzt schon. So ein paar Stücke möchte ich da schon noch mit drin haben. Für die Creme nehme ich 80 Gramm Zucker, ein paar Minzblätter, 200 Gramm Sahne, 250 Gramm Quark und 200 Gramm Joghurt. Ihr könnt jetzt die Minzblätter entweder fein hacken oder direkt mit dem Zucker zu Puderzucker verarbeiten. Dafür braucht ihr einen Mixer. Ich nehme jetzt hier meine Gewürzmühle, aber so ein Smoothie Maker dürfte auch funktionieren, wenn er einfach stark genug ist. Was ihr jetzt noch machen könnt, die Blätter vorher anklatschen. So setzt man die ätherischen Öle frei. Und wenn ihr jetzt kein Fan von Minze seid, könnt ihr die natürlich auch weglassen. Aber ich denke, dass die Minzsahne, die Minzcreme, perfekt zum Rhabarberkompott passt. Und deswegen ist es echt eine schöne Idee. Hier jetzt den Zucker dazu. Deswegen habe ich jetzt auch normalen Kristallzucker genommen. Falls ihr keine Minze nehmt, könnt ihr einfach Puderzucker verwenden. Sehr schön. Gibt dann auch gleich eine schöne Farbe. Ich nehme jetzt erstmal die Sahne. Die soll jetzt schön kalt sein. Übrigens, alle Zutaten sind kalt. Wenn ihr Sahne schlagt, sowieso. Die kann ich jetzt schon mal steif schlagen. Wenn ihr wollt, dass die Creme auch eine Standfestigkeit hat, dann könnt ihr jetzt noch Sanapart dazugeben. Dann bleibt es einfach im Glas auch länger standfest.
Hier habe ich jetzt die Sahne und kann jetzt einfach die übrigen Zutaten dazugeben. Der grüne Zucker sieht ein bisschen unecht aus, aber es riecht einfach richtig lecker nach Minze. Und ihr könnt jetzt hier auch gerne festere Zutaten nehmen. Also um eine etwas cremigere Tiramisu-Masse zu machen, könnt ihr auch Mascarpone nehmen und Sahnequark, also den 40-prozentigen. Ich wollte es jetzt aber ein bisschen leichter machen und habe Magerquark und deswegen auch den flüssigeren 3,5-prozentigen Joghurt. Ich will einfach nicht, dass das Dessert so schwer ist, sondern wirklich eher leicht und luftig, wie ein Sommerdessert. Nicht zu reich an Kalorien. Darf auch mal sein. Jetzt kurz die Zutaten unterheben und verrühren. Ich bin richtig verliebt in die Farbe und in den Duft hier. Ich würde sagen, bevor wir die jetzt kühl stellen, Le Josh, ja, probieren wir die kurz. Die Minzcreme. Mmh. Oh, der Wahnsinn. Richtig lecker. Oh ja. Also, die Creme kommt in den Kühlschrank. Das Rhabarber-Erdbeerkompott ist im Kühlschrank. Jetzt hole ich noch kurz Kekse zum Zerkleinern und dann können wir es eigentlich schon schichten. Boah, die ist so lecker. Das ist wirklich Sommer pur. Ich nehme jetzt hier die Haferkekse. Ihr könnt aber auch gerne eure Lieblingskekse oder Löffelbiskuit zum Beispiel verwenden. Aber Hafercookies, finde ich, haben einfach nochmal so einen schönen Biss, so einen schönen Crunch. Und die zerkleinere ich jetzt. Einfach nur grob. Ich nehme jetzt hier ganz normale Trinkgläser. Unten gebe ich die Kekse rein. Aber ihr könnt sie auch gerne so schichten, wie ihr wollt. Und die Creme könnt ihr jetzt entweder mit einem Löffel einfüllen oder einen Spritzbeutel verwenden oder eine Gefriertüte. Die stülpt ihr einfach über ein Gefäß mit der Spitze nach unten und füllt dann die Masse ein und damit könnt ihr das wirklich super portionieren. Die Hinterseite habe ich jetzt verschlossen und hier vorne eine kleine Spitze abgeschnitten. Mit einem Spritzbeutel geht es einfacher, aber ich wollte euch das Ganze mit einem Gefrierbeutel zeigen. Und jetzt hier schön vorsichtig einfüllen. Und jetzt kommt hier das Kompott drauf und ihr seht, die Konsistenz ist nicht so fest. Das heißt, sie ist wirklich perfekt zum Essen. Könnt ihr jetzt auch mit dem Spritzbeutel einfüllen oder mit einem Löffel. Also ihr könnt hier auch gerne noch den Rest auffüllen, aber ich muss sagen, so rein dekorativ gefällt es mir so jetzt ganz gut. Und wenn ihr auch, so wie ich, noch Kekse übrig habt, könnt ihr die noch ein bisschen zerkleinern und auf die Oberfläche geben. Und ich würde das Dessert jetzt einfach kalt stellen für etwa 1 bis 2 Stunden, damit es schön durchziehen kann. Und dann können wir es direkt probieren. Ich glaube, so ein bisschen Minze ist noch schön. Und vielleicht lege ich noch eine Viertel Erdbeer drauf.
Das Tiramisu ist jetzt gut durchgekühlt. Heute darf Josh probieren. Josh steht ja normalerweise hinter der Kamera. Hi. Aber er macht sich auch vor der Kamera gut. Ach, danke. Ich esse gerne, also von daher bin ich dafür qualifiziert, oder? Ja, also ich meine, du hast da mitgefilmt, du weißt ja, was es ist. Aber ich würde vorschlagen oder dir empfehlen, einmal so richtig von oben nach unten. Dann hast du alle drei Schichten. Einmal Kompott, Creme, wow. Man kann es auch, wenn man möchte, so Doppelschichten. Da wird aber der Löffel so voll. Ja, gell? Ich versuche von allem was drauf zu bekommen. Ja. So. Bisschen abgestürzt. Aber? Und? Wahnsinnig lecker. Ja? Ich stelle es mir auch sehr, sehr lustig vor. Sehr, sehr, sehr gut. Mm, richtig schön frisch. Mm. Nicht so schwer. Oh, die Minze, und die kommt immer so danach gut durch. Total gut. Also richtig erfrischend. Mhm. Und ich mag auch so Haferkekse voll gerne. Die haben so was Karamelliges. Die sind viel besser als normale Mürbeteigkekse. Viel besser, ja. Ich finde, man sollte öfter was mit Haferkekse machen. Auf jeden Fall, ja. Die sind richtig unterbewertet. Wow, echt lecker. Mhm. Sehr, sehr gut. Also wie gesagt, ihr könnt das Dessert auch glutenfrei machen, wenn ihr einfach glutenfreie Kekse verwendet. Stimmt. Und ich finde es auch ein tolles Mitbringsel mal. Total, kann man gut vorbereiten. Dessert nach dem Grillen oder einfach so zum Abschluss des Essens. Sehr, sehr gut. Und vor allem die Minzsahne, die passt perfekt. Das ist echt auch ausgefallen, so eine Minzcreme. Ja. Habe ich so noch nie gegessen. Basilikum hätte auch gut gepasst. Stimmt. Basilikum-Erdbeer ist auch gut. Ich finde, die Minze passt jetzt gut zu dem Rhabarber. In jedem Fall sehr, sehr lecker. Ja, und vor allem ist es mal ein Rezept, bei dem der Backofen einfach kalt bleibt, denn das Rezept wird einfach kurz zusammengerührt auf dem Herd, das Kompott eingerührt und fertig. Den Rest erledigt hat der Kühlschrank. Kann man keinen Kuchen verbrennen lassen. Ja, so sieht's aus. Man kann nur zu wenig davon machen. Ja, dann macht mal nochmal. So 6 Gläser wären schon ja. So 4 davon für dich. Ja, vielleicht. Wird leer auf jeden Fall, so gut wie es schmeckt. Ja, also das Rezept findet ihr wie immer auf lidlkochen.de. Viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr es nachmacht, teilt gerne eure Fotos mit uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und ihr dürft jederzeit in die Kommentare schreiben, was ihr euch auf diesem Kanal als nächstes Rezept wünscht. Ich probier's. Und ich mach's nochmal. Okay. Tschüss.